Hallo und herzlich willkommen zum neuen Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Wer sich wundert, ja, das Video habe ich ein zweites Mal aufgenommen. Das Original ist ein ganzes Stück älter. Ich habe allerdings einen Fehler bei der Erklärung gemacht, den ich jetzt ausbessern möchte. Wir schauen uns zwei Themen an. Einmal den Origin und den Pivot Point. Der Origin ist der gelbe Punkt, den wir hier in der Mitte sehen. Dieser gelbe Punkt gibt die Lokation von unserem Würfel an oder beziehungsweise von jedem Mesh. Jedes Objekt, das im Objektmodus selektierbar ist, hat einen eigenen Origin. Und dabei ist es auch völlig egal, wie viel Mesh sich dort drin befindet. Aktuell ist unsere Lokation, wenn wir hier bei den Items gucken, bei 0, 0, 0. Bedeutet, er ist auf allen Achsen genau im Mittelpunkt. Und wenn wir in den Objektmodus, in den Edit-Modus wechseln und unser Mesh anheben, wird sich unser orangener Punkt hier nicht von der Stelle bewegen, denn im Edit-Modus lässt sich der Origin nicht verändern. Selbst wenn wir daraus zwei Würfel machen, indem wir die komplette Selektion einmal duplizieren mit Shift-D und jetzt zwei Würfel haben, ist es immer noch ein Mesh. Das hier ist ein Objekt, das sehen wir rechts im Outliner, der heißt Cube, und das hier ist im Grunde der Name des Objektes, das einen Origin besitzt. Ein Objekt kann nur einen Origin besitzen. Und dabei ist es völlig egal, was hier oben ist, ob das jetzt ein Affenkopf ist, ob das ein kompletter Spielecharakter ist oder ein Turm, ein Gegenstand, ein Haus. Es ist völlig egal. Solange dieses Mesh einem Objekt zugehörig ist, wird er einen Origin besitzen. Und wo sich dieses Mesh befindet, ist absolut unwichtig. Stellt euch das vor wie ein Kunstwerk, ein Bild, alles, was ihr an Mesh habt, diese Würfel, diese Vertices da drin, alles, was ihr hier seht, das ist euer Kunstwerk und das hängt an einem Nagel. Dieser Nagel ist euer orangener Origin und der gibt an, wo dieses Modell sich befindet. Und wie bei einem echten Bild, dieser Origin kann woanders an die Wand gepinnt werden, auch in diesem dreidimensionalen Raum, und dort wird sich euer Bild auch hinbewegen. Also ist das Ganze fest verbunden. Ihr könnt natürlich den Nagel woanders an eurem Bild befestigen, aber dort, wo er ihn in die Wand haut, da befindet sich auch euer Bild. Und genauso ist es hier. Wenn wir jetzt also unser komplettes Objekt zum Beispiel mit GZ1 einen Meter nach oben, ne, ich habe jetzt nicht alle Vertices verbunden, markiert, Verzeihung, GZ3 nach oben bewegen, verändert sich unser Origin nicht und die Lokation von unserem Objekt verändert sich auch nicht, egal was ich im Edit-Modus mit meinem Mesh anstelle, er bleibt bei 0, 0, 0. Jetzt kleine Denksportaufgabe, wir erstellen uns zwei Würfel, den dupliziere ich einmal. Ich erkläre gleich, was ich gemacht habe. Hier haben wir einen Origin hier oben, ungefähr hier auf ein paar Metern, genau genommen auf 6,6 Meter und hier unten einen mit 000. Diese beiden Objekte werden separat angezeigt im Outliner, Cube und Cube001, weil es zwei verschiedene Objekte sind. Was passiert, wenn ich die jetzt in eine Game Engine wie Unity oder Unreal importiere? Wo befinden die sich? Habe ich einen schwebenden Würfel, den ich dann einsetzen kann im Spiel? Und habe ich hier einen Würfel, der im Boden versunken ist? Nein, ihr habt zwei Würfel, die im Boden verbunden sind. Denn was wir hier anstellen, ist, dem Würfel eine Lokation zu geben, die nicht exportierbar ist. Es ist absolut egal, wo sich das in meinem dreidimensionalen Raum befindet. Exportiert wird mein Mesh und die Lokation meines Origins. Das bedeutet, dass die Game Engine sich den Origin schnappt und den hier erstmal auf 000 setzt. In der Game Engine kann ich ihn natürlich wieder anheben, völlig richtig. Schwierig wird es natürlich, wenn ich darauf angewiesen bin, dass mein Mesh schwebt und ich möchte, dass der einfach schon mal von vornherein richtig sitzt. Dann ist es wichtig, dass der Origin auf 0 ist und mein Mesh deswegen dennoch aufrecht steht oder zumindest in die richtige Richtung zeigt oder in einer gewissen Weise direkt mit dem Boden verbunden ist. Zum Beispiel ein Spielcharakter. Wenn ich den Origin irgendwo wild durch die Gegend schiebe und den irgendwo da oben habe, dann wird sich mein Charakter auch unwahrscheinlich ohne weitere Veränderung glatt über den Boden bewegen. Und genau darum geht's.
Mit der Tastenkombination Alt-G können wir ein Objekt mit dem Origin, also mit dem Nagel, wieder auf 0 setzen. Und das Mesh folgt ihm natürlich im gleichen Abstand. In dem Falle, wenn ich Alt-G drücke, geht er zurück auf seinen Nullpunkt, da sein Origin wieder auf 0 gezwungen wurde, damit ich das verhindern kann, weil ich sage, nein, der soll eigentlich da oben sein und trotzdem auf dem Koordinatensystem direkt auf 0 sitzen, muss ich die Lokation anwenden, also meine Transformation Lokation auf 0 setzen. Das funktioniert und zwar mit Steuerung A. Mit Steuerung A kann ich einen Apply machen, eine Anwendung und ich wende jetzt zum Beispiel die aktuelle Lokation von meinem Mesh an und mein Origin rutscht nach unten auf die Nullachse, also 0 auf allen Achsen. Und schwebt jetzt hier. Im Lokationspanel seitlich sehe ich, dass er auf 000 ist und mein Mesh schwebt. Sozusagen, der Nagel ist wieder auf 0, aber mein Mesh hat einfach diesen Abstand zu seinem Origin. Und das ist, weshalb ein Origin wichtig ist. Wenn wir im Objektmodus unser Objekt verschieben, verschieben wir nicht das Mesh, wir verschieben den Origin und das Mesh muss einfach folgen. Und das muss einmal verstanden werden. Als nächstes kümmern wir uns um den Pivot Point. Der Pivot Point ist unser Dreh- und Angelpunkt. Es ist sozusagen der Punkt, von dem aus wir eine Transformation ausrichten. Das ist jetzt ein bisschen abstrakt erklärt. Ich zeige es euch an einem Beispiel. Wir haben in dem Falle drei Objekte und die möchten wir rotieren. Wenn wir die rotieren, dann haben wir ja irgendwo einen Dreh- und Angelpunkt. Der ist hier. Ich zeichne es euch gleich auf. Um den drehen wir uns. Wichtig bei der Sache ist, wie wird das eigentlich errechnet, wo unser Mittelpunkt ist? Ich zeichne den mal auf. Der war hier ungefähr. Wenn das hier unser Dreh- und Angelpunkt ist, dann ist die Frage, kann ich den verändern? Wenn ich zum Beispiel skaliere mit S, wird er sich ebenfalls um diesen Punkt skalieren. Ich möchte aber, dass die alle einzeln skaliert sind. Die sollen alle der Größe nach wachsen, aber ihre Lokation nicht verändern. Dann muss ich also sagen, dass jeder seinen eigenen Dreh- und Angelpunkt bekommen soll. Schauen wir, was aktuell ausgewählt ist. Das ist hier oben. Hier kann ich wählen, was unser Pivot Point ist. Bounding Box Center ist standardmäßig angewählt. Da macht er Folgendes. Er nimmt sich das Mesh. In dem Falle ist unser Bounding Box Center von hier nach hier, nach hier, nach hier. Er zieht einfach einen Rahmen, eine Box um unser Objekt und sagt, das ist der Mittelpunkt davon. Und dann ist das auch die Box, um das sich alles dreht. Wenn ich jetzt mehrere Objekte habe, dann wird er dieses Mesh erweitern. Sagt er, okay, hier, das ist die Box, die alles einschließt. So. Und da ist auch der Mittelpunkt von unserer Box. So funktioniert das also hier. Jetzt kommen wir noch zu der Frage, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Das ist relativ einfach. Wenn wir das Ganze nämlich, so, wenn wir das Ganze nämlich auf den 3D-Cursor ändern, dann haben wir hier unseren kleinen Rettungsring und der bestimmt, von wo aus es sich dreht. In dem Falle zum Beispiel hier. Ihr könnt mit Shift-Rechtsklick diesen 3D-Cursor in einer der Lokationen verändern. Wenn ich jetzt alles rotiere, dreht sich alles um meinen 3D-Cursor. Jetzt haben wir Bounding Box und 3D-Cursor. Individuell Origins. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den wir vorher wollten, nämlich jedes Objekt an sich betrachten. Dabei nimmt er diese orangenen Origins von jedem einzelnen und das ist dann absolut fort der Pivot Point. Und wenn ich hier skaliere, wird sich jeder für sich verändern und auch für sich rotieren. Er benutzt also nicht wieder das Mesh als Ankerpunkt, sondern wieder die Origins. Also der vorletzte Punkt ist der Median Point. Der Median Point nimmt die Mitte der Origins, also im Grunde fast wie der Bounding Box Center, nur dass er in dem Falle hier entlang läuft, zwischen hier, hier, hier und hier.
Im Grunde ist es bei uns so ziemlich der gleiche Mittelpunkt, aber kann sich natürlich verändern, wenn unser Mesh anders wird. Was bei Bounding Box Center nicht möglich ist, ist zum Beispiel Folgendes. Wir verändern jetzt die Lokation von unserem Würfel um wirklich viel. Dann würde sich die Bounding Box ja bis hier hoch erstrecken. Bei Individual Origins ist das nicht so und bei Median Point ebenfalls nicht. Er wird weiterhin den Origin nehmen, also weiterhin diesen Mittelpunkt. Ich markiere im Objektmodus wieder alles und rotiere es und er wird weiterhin die Mitte nehmen zwischen den Origins. Dabei ist es also dann völlig egal, wie weit das Mesh entfernt ist. Der allerletzte ist Active Element. In dem Falle ist ein Active Element das am letzten markierte Objekt. Die Objekte, die wir markiert haben, sind unsere drei Würfel. 1, 2, 3. Und das letzt markierte, das wird anders vorgehoben farblich als die anderen beiden, ist dann mein Active Element. Und um dessen Origin dreht sich dann alles. Mit R kann ich, wenn ich auf Active Element bin, drehen. Wir haben natürlich gesagt, es ist nicht das Mesh, also wird es sich nicht hier drehen, sondern dessen Origin, also wird er sich um den Origin des letzten Objektes drehen, der sich genau hier befindet. Jetzt haben wir alle Pivot Points ausprobiert. Bitte versucht selber verschiedene Objekte zu erstellen, versucht Mehrfachselektion zu machen, versucht das Mesh außerhalb des Origins zu bekommen, versucht damit rumzuspielen. Arbeitet mit Origin und Pivot Point, bis ihr das wirklich verstanden habt. Es wird später bei vielen Modifiern, bei vielen Dingen sehr, sehr wichtig sein, dass ihr den Unterschied erkennt von der Lokation zwischen Mesh und die Lokation von unserem Origin. Findet auch raus oder zumindest verinnerlicht, warum es noch ein Koordinatensystem gibt. Diese Koordinaten im Edit-Modus von einem Vertex zum Beispiel. Die sind völlig unterschiedlich. Die können wir hier verändern. Und die beginnen immer von einer anderen Richtung wie unser Mesh. Versucht ein bisschen damit rumzuspielen. Ich denke, ihr werdet relativ schnell drauf kommen. Unsere Vertex-Koordinaten sind aufgeteilt in global und lokal. Lokal bedeutet, sie gehen von unserem Origin aus und global bedeutet, sie sind in der Weltgeometrie zu Hause. Also sozusagen die echten Achsen, die wir hier sehen und nicht die von unserem Origin aus. Spielt ein bisschen damit rum, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ihr könnt auch gerne auf unseren Discord-Server kommen. Ich habe ihn unten in unseren Videobeschreibungen nochmal verlinkt. Dort helfen wir Leuten, die mit Blender einsteigen, die Tutorials vielleicht nicht ganz verstehen oder einfach generell Game Dev Fragen haben in absolut allen Bereichen.